Kommende Woche feiern wir das Hochfest Christi Himmelfahrt, 40 Tage nach Ostern. Und die 3 Tage davor sind traditionell die sogenannten Bitt-Tage mit den sogenannten Bittgängen, den Flurprozessionen, die leider heuer so nicht stattfinden können. Aber wir feiern trotzdem in den Werktagsgottesdiensten die Bittgottesdienste. Bei den Bittgängen ging es immer darum, den Segen zu erbitten für die Früchte des Feldes, für die Landwirtschaft. Was hat es mit dem Bitten auf sich? Jesus sagt im Evangelium mehrfach, wir sollen Gott bitten, um zu empfangen. Aber bitten ist immer so eine Sache. Wer möchte schon gerne um etwas bitten? Wer möchte schon gerne Bittsteller sein? Und doch bleibt es dabei, Jesus fordert uns auf, Gott zu bitten um seine Gaben, so wie Kinder ihre Eltern bitten, damit wir innerlich empfänglich werden. Wer nicht bittet, der empfängt auch nicht. So wollen wir diese Tage bewusst begehen und uns das Wort Jesu zu Herzen nehmen im Evangelium: Wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Reich Gottes gelangen. Wer nicht bittet, der empfängt auch nicht. Also wollen wir uns diese Haltung immer mehr einüben, Gott vertrauensvoll um seine Gaben zu bitten, um sie auch mit Offenheit und Freude empfangen zu können.